Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Alex und das ist der zweite Teil meiner Neuzugänge aus dem Februar 2015. Und zwar machen wir jetzt ein kleines Rebuy-Unpacking. Und das Paket steht hier seit 2 Tagen, ist also genau am letzten Tag des Februars eingetroffen. Und ich zeige es euch mal kurz. Tada! Also ja, es ist nicht wirklich groß, aber es ist schwer. Und ich werde jetzt mein wunderschönes Taschenmesser benutzen, um das aufzukriegen, in der Hoffnung, dass ich mich selber nicht verletze. Ach, so. Mission 1 accomplished. Das Paket ist... Oh, Entschuldigung, Kamera getroffen, offen. So, und dann stelle ich das mal kurz hier neben mich. Ich habe noch die Sachen nämlich auch, wie immer, wunderschönes Rebuy-eskes-Packing Packmaterial. Und wie immer ist hier natürlich keine Rechnung drin. Aber gut, egal. Ich kann euch dann jetzt leider nicht sagen, was das gekostet hat. Wenn es euch wirklich mega interessiert, lasst mir einen Kommentar da. Also bei ein paar Sachen weiß ich es, da kann ich es euch sagen. Aber so im Großen und Ganzen habe ich leider keine Ahnung. Wenn es euch jetzt wahnsinnig interessiert, dann schreibt mir es in die Kommentare und dann mache ich euch eine Auflistung. Okay, aber lasst uns anfangen. Als erstes liegt nämlich oben drauf, was auch ziemlich gut aussieht. Und zwar von Sarah Dessen, The Truth About Forever. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. Genau, das ist halt ein weißes Cover und hier hat das an so ein paar Stellen so schwarze, weiß auch nicht, irgendwas, Abrieb oder so. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich das halt wegradieren. Hier in diesem Roman geht es um Macy. Macy ist relativ beliebt an ihrer Schule. Sie hat halt einen der super coolsten Freunde. Sie ist halt total cool und sehr ruhig und auch deswegen so beliebt. Macht sich aber eigentlich innerlich um alles Sorgen. Und dann fährt ihr Freund über die Sommerferien, spielt in den USA, über die Sommerferien weg in so ein Vorbereitungscamp für so super Schlaue. Oder so. Und Macy bleibt zu Hause zurück und lernt dann den künstlerisch veranlagten Wes kennen. Und es gibt dann eine Liebesgeschichte. Und ich habe gehört, das soll recht schön sein, recht leicht. Ich muss ja sagen, ich mochte ja The Statistical Probability of Love at First Sight wahnsinnig gerne. Und ich mag halt die Beautiful-Reihe von Jamie Maguire. Aber ansonsten sind so diese YA Contemporary Love Stories nicht so mein Ding. Das hier soll aber echt gut sein. Ich muss auch sagen, ich mochte das Cover Art total gerne. Ich finde, das sieht wirklich, wirklich sehr, sehr schön aus. Und deswegen lasse ich mich mal überraschen. Und das Buch hat mich tatsächlich auch nur 99 Cent gekostet. Also das war dann quasi das ausschlaggebende Element, dass ich gesagt habe, okay, selbst wenn es mir nicht gefällt, für 99 Cent ist okay. Im Zweifelsfall verschenke ich es halt einfach weiter. So. Was haben wir denn als nächstes? Oh, das ist aber gut erhalten. Dann hatte ich mir in meiner letzten Reroll-Bestellung die Spiderwick Chroniken Teil 1 bestellt und jetzt habe ich mir die Spider-Geheimnisse heißt es auf Deutsch, Entschuldigung, die Spider-Geheimnisse Teil 2 Gefährliche Suche unter anderem mitbestellt. Und falls ihr es sehen könnt, es hat keine Leserille, kein Leseknick. Es ist halt ein bisschen vergilbt. Ich vermute mal, es hat irgendwo im Regal gestanden. Und ich finde ja, also ich habe den Film gesehen, die Spider-Geheimnisse, der ja quasi alle Bücher so ein bisschen zusammenfasst irgendwie. Und wo mir auch gesagt wurde, dass die Bücher halt wesentlich besser sind und detailreicher. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann fangen wir das an und habe dann zu meiner großen Freude und Überraschung festgestellt, das sind halt echt dünne Bücher und sind sehr groß geschrieben. Also das ist halt echt so das perfekte abends hinlegen, 2 Abende drin lesen, fertig, weil die haben, also das hier hat 120 Seiten zum Beispiel. Also das ist schon mal in echt gutem Zustand und ich glaube, das habe ich um den 1,50 bezahlt. Also schlag mich irgendwo zwischen 1,50 und 2,50 lag dieses, genau wie das dritte. Ich habe mir dann den dritten Band gleich mitbestellt, weil wie gesagt, die lesen sich wirklich super schön weg. Ich stelle gerade fest, dass das für irgendwen ein Geschenk war, weil der Preis ist überklebt.
von der Buchhandlung. Das finde ich sehr lustig. Genau, das ist ja die Spiderwick-Geheimnisse Teil 2 im Bann der Elfen. Teil 3 im Bann der Elfen. Weil ich mir gedacht habe, das lese ich halt wirklich so gut weg. Warum dann nur eins haben? Weil die kann ich mir wirklich abends auf den Nachttisch legen. Und wenn ich noch 10 Minuten Zeit habe vorm Schlafen, nehme ich es zur Hand. In 10 Minuten schaffst du hier drin 15 Seiten, vermute ich mal ungefähr. Weil du hast, es gibt dann halt auch immer diese Abbildungen, ganzseitig oder halbseitig. Man fliegt da quasi so durch. Das finde ich ganz nett. Spannend ist halt, ich habe mir das immer, also alle sind vom CBJ Verlag. Das erste, was ich mir in der letzten Bestellung bestellt habe, war Hardcover. Das war in nicht so super Zustand. Diese hier sind Taschenbücher, Teil 2 und 3, in absolut super Zustand, weil auch 3 sieht aus, als wäre es nie gelesen worden. Das Einzige, was halt hier ist, da ist so ein bisschen Schmutz. Aber ich glaube, das kann man wegradieren. Und dann habe ich mir nämlich auch noch den vierten Teil bestellt. Und den gab es sinnigerweise dann wieder nur als Hardcover. Und das ist genau die gleiche Hardcover-Ausgabe, in der ich auch das erste Buch habe. Das wird also in meinem Bücherregal ganz lustig aussehen. Ja, die Spiderwick-Geheimnisse Teil 4, der eiserne Baum. Jetzt auch als Hardcover. Für das habe ich, glaube ich, um die 2,50 bezahlt. Und hier ist auch noch der Aufkleber drauf. Das hätte mich 8,50 Euro neu gekostet. Ja, das Einzige, was dieses Buch halt hat, ist hier unten abgestoßen. Und da kann man eventuell mal gucken, grünen Kleber drum, geht das schon. Und es ist halt auch immer so ein Ding. Ich weiß halt auch nicht, also ich finde die Spider-Geheimnisse spannend, aber ich weiß halt auch nicht, ob ich die behalten werde. Aber zumindest jetzt erstmal mag ich sie gerne, aber es kann halt auch sein, dass ich die dann irgendwann an Freunde mit kleinen Kindern weiter verschenke. So. Was habe ich mir denn noch bestellt? Nicht beschenkt. Genau, dann habe ich mir gekauft für 3,50 Euro oder 75, müsste ich jetzt drum lügen, von Michael Ende, Momo, in der gebundenen Ausgabe von Thienemann. Ich mache jetzt im nächsten Semester, das ja am 1.4. anfängt, belege ich in der Uni einen Michael-Ende-Kurs und dazu müssen wir in Vorbereitung lesen die unendliche Geschichte Momo, was ich jetzt auch habe, die unendliche Geschichte besitzen wir schon und dann gleich auch das nächste Buch, was ich mir bestellt habe, was ich jetzt nicht richtig aussprechen werde, es tut mir auch leid, der Satan-Archäologynialkoholische Wunschputsch, ebenfalls von Michael Ende. Ich muss sagen, das sind wir beides gebunden und die sind in relativ gutem Zustand. Also beim Wunschpunsch ist halt, könnt ihr wahrscheinlich nicht mal sehen. Ach doch, oben könnt ihr es sehen, da ist halt ein bisschen Dreck. Muss man eventuell mal radieren, aber ansonsten sieht das halt echt noch gut aus. Ja, den hier hatten sie als Taschenbuch oder wenn man es als gebundenes haben wollte, gab es das bei Rebuy nur in der Süddeutsche Zeitung Junge Bibliothek-Reihe, was mir jetzt nichts macht. Dann sehen die halt unterschiedlich aus, das ist okay. Zumal die unendliche Geschichte haben wir auch als Taschenbuch, aber in der, ich glaube, 20 Jahre Jubiläumsausgabe, wo dann wieder wie in der Erstausgabe die Farben unterschiedlich sind, je nachdem, ob das was ist, was in Phantasien passiert oder etwas, was Bastian Balthasar Buchs passiert. Das ist sehr, sehr spannend. Naja, jedenfalls zweimal Michael Ende. Damit bin ich auch ganz zufrieden. Ich glaube, der Wunschpunsch hat mich 1,29 gekostet. Weil ich meine, das Taschenbuch hat 99 Cent gekostet. Und ich habe dann gesagt, nee, komm, da investiere ich ein bisschen mehr, weil das werde ich mit mir ein halbes Jahr lang zur Uni schleppen. Also 14 Wochen realistisch betrachtet, aber ne, so. Dann habe ich mir mitbestellt, einfach weil ich finde, dass das was ist, was ich gerne zu Hause hätte, von Charles Dickens eine Weihnachtsgeschichte aus der Geolino-Bibliothek. Das ist halt, ja, jeder, ich glaube, jeder kennt die Weihnachtsgeschichte. Da brauche ich, glaube ich, also The Christmas Carol, da brauche ich, glaube ich, nicht groß was zu sagen. 124 Seiten. Das wird garantiert erstmal auf den Sub wandern, weil es ist ein Weihnachtsbuch. Weihnachten ist jetzt gerade vorbei. Das ist ein bisschen zu spät aufgetaucht. Das heißt, es wird da mindestens jetzt mal noch so 8 Monate liegen. Sagen wir 7. Dann bin ich vielleicht schon in der Stimmung für die ersten Weihnachtsgeschichten. Aber ja, so.
Jetzt geht es los mit Büchern, die keine Bücher sind. Ich werde gleich sehen, was ich meine. Und zwar habe ich mir zum einen bestellt, und da freue ich mich gerade, das lustige Taschenbuch History. Das ist hier Frühgeschichte, die Geheimnisse der Frühgeschichte. Und das ist nicht gelesen. Weil beim lustigen Taschenbuch, ich habe die früher gesammelt, es gibt keine Möglichkeit, es hinzukriegen, dass man da keine Leserillen hat. Also außer man liest irgendwie so und sieht immer die Mitte vom Bild nicht. Das hier ist, glaube ich, tatsächlich ungelesen. Jedenfalls habe ich mir lustiges Taschenbuch History Teil 1 bestellt und Teil 2 Abenteuer der Antike. Beide in super Zustand. Ich glaube, die haben mich jeweils 1,25, 1,29, eins von beiden gekostet. Und hier hinten steht drauf, im Original hätten sie mich 8,99 € gekostet. Da freue ich mich echt drüber. Das ist sehr, sehr schön. So. Was haben wir denn dann als nächstes? Genau, dann haben mein Freund und ich, nein, machen wir das anders. Erstmal was, was ihr schon kennt, und zwar Aioria Oshi. Jetzt Band 12. Ich bin also bis Band 12 jetzt quasi komplett. Muss jetzt nur noch 5 Bände organisieren. 17 ist ja der letzte Band. Auch der ist in super Zustand. Interessanterweise finde ich, dass bei Rebuy die Mangas immer in echt gutem Zustand sind. Ich hoffe, dass das jetzt für den Rest meiner Bestellung auch so bleibt, weil sonst ärgere ich mich gleich, dass ich es gesagt habe. Dann habe ich mir bestellt, ebenfalls aus einer Reihe, von der ihr schon wisst, dass ich sie angefangen habe, Bloodlet Teil 2. Und das Schöne ist halt, dass man Bloodlet teilweise mit ein bisschen Glück, wenn man sie gebraucht kauft, noch in der Farbschnitt-Edition kriegt. Ich habe mir ja den ersten neu gekauft und nur die Erstauflage hat den Farbschnitt. Also der hier ist pink. Das könnt ihr jetzt leider nicht so richtig gut sehen, aber das ist echt so knallepink. Und der Farbschnitt dann halt auch. Ich habe mir den ersten Teil neu gekauft, war dann ganz traurig, dass der nicht mehr im Farbschnitt ist. Aber hier habe ich jetzt Glück gehabt. Jetzt habe ich wieder einen Farbschnitt. Ja. Ich finde Farbschnitte, ich persönlich finde Farbschnitte sehr, sehr gut. Ich mag die sehr, sehr gerne. So. Und dann zeige ich jetzt 3 Bände quasi zusammen. Wir haben nämlich entschieden, eine neue, in Anführungsstrichen, Reihe zu uns zu kaufen. Da der Manga jetzt auch seit ein paar Jahren endlich abgeschlossen ist, was gefühlt eine Ewigkeit gedauert hat. Und zwar ist das Inuyasha Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Die sind halt auch in echt ordentlichem Zustand. Das Einzige, was ist Teil 1 und 3, wenn man sich das mal so anguckt, sind vergilbt. Teil 2 nicht. Aber das ist halt okay, weil für die haben wir zwischen 99 Cent und 1,89 bezahlt. Jeweils. Ich glaube, der erste hat 99 Cent gekostet. Und haben aber keine Leserillen, kein Schmutz, kein verknickt, kein gar nichts. Bin ich absolut zufrieden mit. Und es lichtet sich hier unten langsam. Wir haben noch 4 Bücher. So, dann habe ich mir bestellt etwas, was in Deutschland kaum noch zu kriegen ist, was total schade ist, von Chaco Abeno, Chromebreaker. Das ist, ich glaube, 2011 ist der Manga rausgekommen. Und ich hatte ihn damals aus der Bibliothek ausgeliehen, den ersten und den zweiten Teil, fand ihn ganz gut, habe es dann aber irgendwie aus den Augen verloren. Und neu sind die kaum noch zu kriegen oder dann nur zu Preisen, wo ich so denke, nein. Und jetzt hatte Rebuy gerade den dritten Teil da und da habe ich gedacht, hey, komm, Teil 1 und 2 habe ich eh schon gelesen. Ich hätte sie gerne der Vollständigkeit halber, aber ich kenne quasi die Story bis dahin. Ich kann also bei Teil 3 ohne Probleme weitermachen und ich glaube, es gibt auch nur 4 oder 5 Teile. Also. Ich habe quasi ein Viertel oder ein Fünftel der Reihe hiermit schon in meinem Besitz, was total gut ist. So, genug der Reihen. Jetzt gibt es noch 2 Standalone von einer meiner absoluten Lieblingsmangaka, und zwar Kaioru. Und ich habe mir bestellt Verrückt nach Erdbeeren für 1,89 €. Der hat halt im Original, also neu, 6,50 € gekostet, sieht aber tatsächlich auch neuwertig aus.
Also an dem ist halt nichts dran. Und dann auch von Kajuro, Ballerina Star. Das sind halt romantische Kurzgeschichten, das ist eine Sammlung und halt die Titelgeschichte, da geht es um eine kleine Ballerina. Der sieht sogar noch ein bisschen neuer aus als Verrückt nach Erdbeeren, weil auch die Seiten überhaupt nicht vergilbt sind. Wenn ihr euch das halt mal so im Kontrast anguckt, ist halt das hier unten so ein bisschen gelblich angelaufen. Aber hey. Und ich glaube tatsächlich auch, Ballerina Star hat auch irgendwo knapp unter 2 Euro gekostet. So. Und jetzt habe ich noch ein Buch für euch und das ist quasi das Buch, weshalb ich bestellt habe. Dazu gibt es eine kleine Vorgeschichte, die ich jetzt ganz kurz erzählen werde. Es dauert eine Minute, versprochen. Es ist Folgendes passiert: Im Rahmen meines Praktikums habe ich auf dem Portal ein bisschen mir die Rezensionen angeguckt, die es da schon gibt, und bin dann gestolpert über die Rezension zu einer Buchreihe von einer Autorin, von der ich schon mal eine Buchreihe gelesen hatte. Das erste Buch hervorragend fand, die anderen Teile der Trilogie nicht so. Und jetzt gibt es halt diese neue Reihe. Buch 3 ist jetzt gerade rausgekommen oder kommt jetzt raus. Das könnt ihr mir gleich sagen, wenn ich euch sage, welches Buch das ist. Und das klang so verdammt gut, die Rezension, die da jemand geschrieben hatte. Und dann auch mit den sehr, sehr positiven Kommentaren dazu, dass ich gedacht habe, das müsste man eigentlich mal probieren. Jetzt hatte ich aber diese negative Erfahrung mit dieser Autorin gemacht, obwohl alle anderen die sehr, sehr gut finden. Das liegt also wahrscheinlich an mir. Und dann hatte ich gedacht, naja, egal, setz einfach mal einen Kaufalarm bei Rebuy. So, für das erste Buch aus der Reihe. Habe ich einen Kaufalarm gesetzt und einen Tag später kriege ich eine Benachrichtigung, dass das Buch da ist, als Hardcover für 4,89 €. Ich so, ja, okay, machen wir. Und da habe ich dann gedacht, aber nur für ein Buch bei Rebuy bestellen. Da sind ja die Versandkosten fast so teuer wie das Buch. Ach, nö, lass mal. Und zwar geht es um Cornelia Funke, Reckless, Steinernes Fleisch. Und bevor ihr mich jetzt alle zerreißt, weil ich gesagt habe, ich kann mit Cornelia Funke nicht so, das liegt wahrscheinlich echt an mir. Und die Trilogie, die ich von ihr gelesen hatte, war die Tintenreihe. Und den ersten Teil, ich habe ihn geliebt. Tintenherz, ich habe Tintenherz geliebt. Ich habe Tintenherz bestimmt dreimal gelesen. Ich liebe dieses Buch so sehr. Aber Tintenblut, ne, war schon schwierig. Tintentod habe ich auf der Hälfte abgebrochen. Ich konnte das irgendwann nicht mehr lesen. Ich konnte die Charaktere nicht mehr. Also ich konnte mit den Charakteren keine Verbindung mehr herstellen, mit den meisten von denen. Major Spoiler Alert. Dass Staubfinger tot ist, das habe ich ihr quasi nie verziehen. Mir wurde mehrfach gesagt, ja, das wird alles, aber es war einfach so, ich nicht. So, ich habe da keine Verbindung zu herstellen können und habe dann gesagt, also beim besten Willen, ich glaube, Cornelia und Funke und ich, das funktioniert nicht. Jetzt habe ich mir aber gedacht, das hier, Reckless, es klingt so gut und so spannend und die Rezensionen sind auch überwiegend wirklich positiv, dass ich gesagt habe, gut, komm, mache ich, aber es würde 19,95 € kosten. Das finde ich für ein Buch, wo ich nicht sicher bin, ob das was wird, relativ viel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für so ein Buch, wo ich sage, das ist ein Autor, da bin ich so, finde ich das eigentlich zu teuer. Wobei, ich habe ja gerade festgestellt, ich gebe sowas auch für Debütromane aus. Aber egal. Nein, also mein Punkt ist, ich weiß ja schon, dass sie eine Autorin ist, mit der ich manchmal Probleme habe. Und dann habe ich das gesehen und dann gab es halt den Kaufalarm und jetzt habe ich das. Und ich finde es schön. Also ich finde halt, es sieht echt schön aus. Wobei ich wieder ganz spannend finde, dass der Umschlag ist halt richtig cool. Aber wenn man ihn dann abmacht, dann hat man quasi das Gesicht nochmal auf dem Buch und dann halt auch diese zerbrochene Schrift quasi. Ja, also auf jeden Fall, das hat mich 4,89 € gekostet und das war das Buch, das quasi die Bestellung ausgelöst hat. Und jetzt kennt ihr meine furchtbare Sünde und jetzt gucke ich mal eben kurz, wie viele Bücher ich mir gekauft habe. Genau, 18 Bücher mit dem hier. Sehr gut. Also ist mein Sub gerade um 18 Bücher gewachsen. C'est la vie, das passiert. Und das war's. Karton ist leer.
Diese 18 Bücher waren es jetzt in der Bestellung. Ich hoffe, dass das jetzt für längere Zeit meine letzte Bestellung sein wird, wobei ich mich schon ganz furchtbar geärgert habe, weil direkt nachdem ich die Bestellung aufgegeben hatte, 2 Tage später hatten sie Versandkosten frei bei Rebuy und ich stand da so, oh nee, komm schon, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Und dann kam noch erschwerend hinzu, dass ich einen Kaufalarm gekriegt habe, dass sie Lockwood und Co. den ersten Teil da hätten, wofür ich auch einen Kaufalarm gesetzt habe. Ich wollte den kaufen und dann war der schon wieder weg. Rebuy. Ja, das war's. Meine neuen Bücher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder und oder ein Subscribe. Und ich sehe euch dann im Zweifelsfall zu meinem nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann. Ciao.